Hallo meine Freunde, willkommen in meinem Twitch-Stream eigentlich. Das Video ist ja jetzt für YouTube gedacht. Und wir reacten jetzt mal auf das Video von Fossi zum neuen Update. Ist ein neuer Drachenrun für die Johara-Map einfach. Und wir schauen es uns an und ja, wir fangen an. Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Update-Video. Mein Name ist Fossi und ich werde euch das Update Legende des Weißen Drachen vorstellen. Es gibt neue Waffen, es gibt neue Handschuhe und es gibt ein neues Pet. Und das werde ich euch alles zeigen. Erstmal werde ich euch aber zeigen, wie die neuen Waffen aussehen, zumindest beim Ninja. Let's go! Ich finde, die haben ein cooles Shining eigentlich. Oh, geht eigentlich. So Leute, um euch den ersten Eindruck zum Update zu geben, werden wir jetzt erstmal die Maps erkunden. Wir sind gerade beim Jelad Pass. Und hier am Ende war immer ein Portal, was man nicht nutzen konnte. Das ist jetzt anders, das machen wir mal ganz flott. Und da werden wir dann auch schon auf die erste Map drauf geportet. Optisch gesehen, was die Map angeht, ist es jetzt nichts Besonderes. Aber ich muss sagen, die Monster, die sehen wirklich sehr, sehr cool aus. Hier haben wir zum Beispiel irgendwie so ein Affe mit Waffe. Hier haben wir Füchse. Hinten ist noch irgendwas, was fliegen kann und so weiter. Also optisch gesehen gefällt mir das wirklich sehr, sehr cool. Ich habe bisher noch kein recyceltes Monster entdeckt. Wir werden gleich auch noch ein paar andere Sachen ansprechen. Wir haben aber auch noch andere NPCs. Hier seht ihr die erste Map. Hier wird es wahrscheinlich auch Bosse geben, wahrscheinlich andere Metinsteine und so weiter. Neue NPCs hier, der sieht so ein bisschen aus wie der jüngere Bruder vom Schmied, der eine Zahnarztreise hatte in der Türkei. Ich meine, der hat ja mindestens 50 Zähne da. Und ja, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen. Währenddessen zeige ich euch mal die Summa-Werte. Ja, komm. Jetzt sag ich mal, die ganze Cam wieder nach unten ziehen. Ja, komm. Komm, komm. Komm, weg mit dem Ding. Komm, so. Ja, ist okay. 25 wird 30 Res und 35 Int. Ja. Ist, denke ich mal, machbar. Die Leute, die schon im Tempel drin waren und so weiter, die werden das wahrscheinlich gebrochen haben. Das ist aber erst die erste Map. Und ich werde jetzt Richtung zweite Map laufen. Werde euch da zeigen, wie das Ganze aussieht. Und ich muss sagen, die erste Map hat mir schon mal sehr gefallen. Und wir sehen uns. Aber ich finde, dass diese Mobs, wie hier diese Füchse und so weiter und diese Viecher, was auch immer das jetzt ist, sehen eigentlich cool aus. Also vom Artwork, keine Ahnung, finde ich die tatsächlich an sich eigentlich ganz cool. Also gut, die Map an sich, die sieht halt sieht halt so aus, wie sie halt ist. Und Map, aber die Mobs an sich finde ich ganz cool. Wieder auf der zweiten Map. Let's go. So Leute, noch eine ganz kleine Ergänzung. Ich werde zwar wahrscheinlich sehr auf die Nuss bekommen, aber ich werde jetzt hier einfach mal den Mädchen ankloppen, um zu gucken, was rauskommt. Gameforge-Partnerschaft weg. Schlangenmonster, okay. Das ist auf jeden Fall zu viel für den Beta-Account hier, aber habt ihr schon mal Eindrücke, okay, was kann da rauskommen und so weiter? Ich muss sagen, die Mobs gefallen mir wirklich sehr gut. So, da bin ich auf der zweiten Map. Mach mal kurz die Minimap auf und hier seht ihr Soul George. Geiler Name. Und hier zeige ich euch direkt mal die Summa-Werte. 35 STR, 25 Wit, 35 Res. Ist, denke ich mal, immer noch machbar. Aber ist jetzt die zweite Map. Hoch. Und ja, hier gibt es natürlich auch verschiedene Monster, die auch vom Design her alle neu sind. Also, das gefällt mir wirklich. Das sieht auch geil aus. Solche Tiere, so hirschmäßig oder so, einfach mit so einem Geweih einfach noch so drum. So ein riesengroßer Affe. Sieht cool aus. Ich finde also vom Aussehen her, finde ich es cool. Aber auch ein bisschen komisch, dass du so einen Hirsch erlegen musst. Da tut mir das Tierleid, wenn ich das umbringen muss. Sehr, sehr gut. Vom Design her, also da kannst du wirklich nichts gegen sagen.
Die Map ist sehr verschachtelt. Hier ist zum Beispiel eine Sackgasse und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall Sachen herausfinden. Wie ich das gehört habe, habe selber aber noch keine Bestätigung, kann man hier tatsächlich sehr gut Sachen droppen, um das Aura-Gewand hochzuappen. Ja, ihr habt richtig gehört. Das wird wahrscheinlich sehr viele Leute freuen. Ein paar Leuten ist es wahrscheinlich aber auch sehr egal. Aber hier kann man Sachen droppen für das Aura-Gewand, zumindest auf dem Beta. Ich klopfe hier auch nochmal den Stein kurz an. Auch wieder Schlangenmonster, die mich direkt mal umhauen. Also hier kann man auch wieder viel erkunden. Hier oben haben wir den mysteriösen Krieger. Da reite ich mal ganz flott hin, denn da kommen wir zum Dungeon. Let's go. So, da sind diese Monster, ne? Die stellen die aber auch wirklich so ein, dass sie alle zu dumm zum Laufen sind, oder? Guck dir mal das Vieh hier an. Das rutscht doch ständig aus und fängt sich gerade noch so. Guck. Mysteriösen Krieger. Da ich schaff's. Dungeon, let's go. So, da sind wir schon beim Krieger. Und hierfür braucht man tatsächlich nur einen Passierschein, um reinzukommen. Das machen wir mal ganz flott. Und da werden wir schon geportet. Und hier fängt's an. Was war denn das in dem Screen jetzt eigentlich? Ist das ein Hammer in der Hand? Sieht aber cool aus. Wahrscheinlich ein Monster, was gar nicht existiert. Schon geportet. Und hier fängt's an, crazy zu werden. Also ich muss sagen, hier die Map, optisch gesehen, für mich in zwei Verhältnisse unfassbar gut. Ich werde jetzt hier ein bisschen durchlaufen, um euch einfach mal... Sieht immer von Anfang aus so ein bisschen... Also so der Anfang, so kurz wie dieser Schlangenrun, so ein ganz kleines Stück, oder? Aber so an sich, dass ja noch hier viel mehr Gänge und so weiter vorhanden sind. Sieht bis jetzt gut aus. Mal so ein paar optische Highlights will ich jetzt nicht sagen, aber damit ihr einen Eindruck habt, okay, wie schaut diese Map aus? Und ich mache mal ganz kurz ein klein bisschen Musik an. Let's go. Junge, das ist das. Ganz, ganz, ganz komische Monster. Der hier, der trägt eine Axt, die dreimal so groß ist wie er. So Leute, die Minimap ist ausgemacht, damit ihr auch schön das Portal suchen könnt. Aber wir werden jetzt hier einmal kurz durchgehen und dann werdet ihr sehen, okay, es ist was relativ Ähnliches wie der Affen-Dungeon, tatsächlich. Wow. Ich mach's mal hier ein bisschen kleiner und zwar seht ihr hier oben, ist quasi so ein auf dem Bauch gedrehtes E. Und hier werde ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das so funktioniert. Und zwar haben wir hier ein Portal und eine Reihe weiter haben wir ein weiteres Portal. Hier, das ist zum Beispiel das Richtige und das in der Mitte ist das Falsche tatsächlich. Einfach komplett schwarzer Boden hier. Einfach alles schwarz. Ja, sorry Leute, dafür hat man keine Zeit mehr. Das heißt, wenn ich hier durchgehe, Moment, mach ich mal ganz flott, hier seht ihr, die Mobs haben zwei Elemente, Blitz und Eis. Mhm. Wenn ich hier durchgehe, komme ich weiter. Ich lasse dich mal ganz kurz sterben. Moment. So, kurz sterben lassen. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Hier seht ihr das NPC. Und dann bin ich mal ganz flott in das falsche Portal. Ich werde euch hier jetzt natürlich nicht den Weg spoilern oder so. Aber hier gehen wir mal durch das falsche Portal. Und hier seht ihr, wir sind wieder am Anfang bei dem NPC. Das heißt, hier haben wir verschiedene, sag ich mal, Segmente. Hier seht ihr auch einen anderen Weg und so weiter. Und jedes Mal, wenn du den richtigen Weg wählst, wirst du zum nächsten geportet. Wenn du aber ein falsches Portal nimmst, dann bist du wieder hier am Anfang. Und ja, ich denke mal, man muss einmal den Weg rausfinden, dann weiß man es einmal und dann wird es kein Problem mehr sein. Ich gehe jetzt mal ganz flott Richtung Bosskammer. Let's go. Aber ich finde jetzt vom, wie nochmal jetzt vom Artwork eigentlich, sehen die Mobs an sich ganz cool aus. Finde ich. Also diese Map einfach von vorhin, vor diesem Affen-Dungeon-Verschnitt einfach, die fand ich an sich ganz cool.
Jetzt hier, naja, gut, ist halt eine Map, ne? Mobs bis jetzt, aber finde ich, sehen gut aus. So, Leute, und hier zu guter Letzt sind wir im Bossraum. Beziehungsweise nicht im Bossraum, sondern in der Vorkammer. Wenn man hier auf den NPC klickt, dann sieht man hier, was man braucht. Hier braucht man zum Beispiel Frozen Keys. Und hier erkläre ich euch jetzt nochmal flott was zu. Denn hier in den Dungeon, Moment, ich gehe nochmal ganz flott zurück, gibt es einen Boss, ähnlich wie den Yongan zum Beispiel, den man suchen muss. Und der droppt einen dann, Moment, ich habe es hier extra im Inventar, genau, ein Frozen Key. Wir gehen nochmal zurück, und zwar braucht man dafür drei Stück, ich denke drei Stück für die Gruppe, und man muss mindestens vier Mitglieder haben, um den Dungeon betreten zu können, und muss gewisse andere Voraussetzungen haben, wie eine Questreihe und so weiter. Ja, da werde ich gleich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, wenn es zu meinem Fazit geht, aber ich kann leider nicht eintreten momentan. Vielleicht kriege ich es irgendwie in Stream hin oder so, weiß ich noch nicht. Aber was ich gehört habe, ist, dass es einen Easy-Mode gibt und einen Hard-Mode. Das wird man mit Sicherheit irgendwelche Gründe haben. Zum Beispiel, dass man in Easy-Mode irgendwas... Wenn du so im Easy-Mode bist, dann kommen alle Leute so, Junge, du bist nur im Easy-Mode. Komm, komm, geh deine Hydra-Farm, komm. Komm, geh einfach. Farben muss, um dann später den Hard-Mode überhaupt hinzukriegen. Das heißt, da muss man auf jeden Fall mal gucken, was man da macht. Ich werde jetzt aber euch erstmal zeigen, wie man die Waffen herstellt. Let's go. So, Leute. Jetzt wird's interessant. Die neuen Waffen. Oh, gucken mal. Ich denke, ihr wollt jetzt natürlich auch noch wissen, okay, wie kann ich diese Waffen herstellen? Und dafür bin ich im Schlangentempel. Geh mal ganz dort in die Tarnung rein. ja, der ein oder andere wird jetzt natürlich wissen, okay, auf die Map drauf zu kommen, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wenn ihr schon mal eine Schlangenrüsti hergestellt habt, wir gehen mal flotter drauf, dann wisst ihr, okay, wie funktioniert dieses Prinzip? Hi, man Philipp. Braucht so ein Muster, man braucht ein paar Abgegenstände und dann hat man die Chance, 50% eine Sache herzustellen. Und hier ist jetzt ein neuer Reiter dazugekommen und hier sind die ganzen Waffen. Ja, die Abgegenstände werden dann sehr, sehr wahrscheinlich aus den neuen Dungeon rauskommen. Und hier brauchst du auch so ein Muster für deine Waffe. Wirst wahrscheinlich wieder so ein Muster für deine Waffe bekommen. Und ja, hast dann 50% Chance, das herzustellen. Wie bei den Rüstungen auch, hat man hier die Chance auf drei Boni auf den Waffen drauf. Und festhalten, da gibt es auch DSS. Ich zeige euch jetzt hier mal die Boni. Okay, ihr seht gerade, hier sind 16 DSS drauf. Und mit Switchern kann man das nicht verändern. Das heißt, ich denke, ähnlich wie bei den Rüstungen wird es 4, 5 verschiedene DSS-Zahlen geben. Und wenn du abst, wird das halt höher und so weiter. Und ich habe hier die Waffen plus 10. Das höchste, was ich bisher gesehen habe, auch von den anderen YouTubern und so weiter, war höchste 22 DSS bzw. FKS. Gehen ja auch plus 15. Finde ich aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht, dass man diese Waffen nicht so bis 60 DSS oder so hoch pimpen könnte, theoretisch, also switchen könnte, sondern dass sie wirklich vielleicht Max haben bis, gut, ich weiß jetzt nicht, bis was die gehen, sagen wir mal jetzt ganz komplett aus der Luft gezogen, einfach 35 DSS oder so. Die Waffen sind besser als jede 60 DSS Zodiac-Waffe. Ja, aber ja gut, die haben schon ordentlichen Damage auf jeden Fall drauf. Ich weiß ja nicht, was ist denn die höchste Stufe? Kannst deine 1000 Won schon mal nachtrauern? Nö, auf gar keinen Fall. Warum denn? Mit den 1000 Won, da konnte ich jetzt super viel Hydra die ganze Zeit farmen. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn du 50 DSS drehen kannst. Denke auf 15 haben die um die 1 KAW mit gutem Startwert und locker 40 DSS plus. Dann noch Mob, Mädchen und DB. Ja gut, ich weiß ja jetzt nicht, das geht jetzt bis plus 15, oder? Bis plus 15, okay. Aber gut, dann musst du noch die, ja, aber du musst aber auch sagen, du musst erstmal die richtigen Bonis und so weiter erwischen und aber ja, ich weiß, was du meinst. Kriegt man erstmal so eine Waffe, das wird den Preis der Zodiac-Waffen nicht beeinflussen. Das sehen wir alles, wenn es dann draußen ist. Aber wir gucken jetzt mal weiter.
Ob es was Höheres gibt, weiß ich nicht. Aber wird wahrscheinlich dann sehr viel seltener sein, weil wir haben hier doch einiges an Waffen bekommen. So, von daher, ich kann euch gerne nochmal ein paar andere Boni zeigen und hier Attack Value und so weiter. Wie gesagt, ist Beta, kann anders sein und hier werde ich angegriffen. Oh mein Gott. Okay, ich gehe flott in die Tarnung, laufe ein bisschen rum, zeige euch die Boni. Hier haben wir zum Beispiel DSS, Sungma Res und stark gegen Mediensteine. Dann haben wir, okay, DSS plus stark gegen Mediensteine. Ich glaube, da hätte auch noch Monster draus sein können und so. Also, da gibt es schon sehr viele OP-Boni. Dann haben wir hier Teufel, dann haben wir Attack Speed und Skill Damage, das heißt FKS. Und hier haben wir zum Beispiel Orks, Monster und Präzision. Also, da muss man definitiv grinden, um eine gute Kombination zu haben, was die Waffen angeht und die Boni dann vor allen Dingen angeht. Was man braucht zum Uppen, wird sich auch noch alles herausstellen. Ich denke aber, dafür sind die ersten beiden Maps da, um da die Up-Gegenstände zu farmen. Und ja, falls ihr dazu noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich schau mal, vielleicht mache ich auch einen Livestream, wo ich noch ein paar Fragen beantworte. Und ja, ist Glückssache, ne? Definitiv. Wir machen weiter, kurzer Cut. So Leute, ihr habt es eben wahrscheinlich schon gesehen und dafür sind wir hier bei Meister Chi. Und zwar gibt es neue Handschuhe. Ich habe jetzt noch nicht so den großen Unterschied festgestellt zwischen den normalen Handschuhen. Wenn Sungma höher ist, dann nicht wirklich sehr viel höher. Aber hier hast du noch zusätzliche Verteidigung drauf. Ob man das braucht oder nicht, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber hier die Verteidigungswerte sind auch unterschiedlich, das heißt, hier habe ich gerade von 35 bis 37, aber wir wissen ja auch, okay, bei den normalen Handschuhen gibt es verschiedene Sungma-Werte vom Start aus. Eventuell sind die hier vielleicht noch höher, ich weiß es selber nicht. Also, naja, gut, wenn der Sungma-Welle nochmal ein bisschen höher geht. Ja, okay, aber warum? Auch wenn wir jetzt ein Item hätten, dass der Sungma-Welle nochmal ein bisschen dann höher geht, durch den Handschuh, durch diesen neuen Handschuh. Warum? Du hast doch jetzt schon einen Handschuh, warum brauche ich von einem Handschuh ein Upgrade zu einem neuen Handschuh? Das schließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, aber wenn es einfacher wird, dann wird es auch einfacher, diese Handschuhe hochzuhaben. Von daher sollte man das vielleicht im Auge bewahren, aber zusätzliche Verteidigung hat mich jetzt noch nicht so vom Hocker gehauen. Ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. So Leute, zu guter Letzt noch was Interessantes. Und zwar wird es auch ein neues Pet-Ei geben. Weißes Drachenei. Wie nennen wir den? Nennen wir den Fossels. So, machen wir mal ganz flott und schauen, wie viele Tage der hat. 20 Tage von der Laufzeit her auf... Na, hoffentlich ein richtig schlechtes Pet, was er jetzt gezogen hat mit 20 Tagen. Jeden Fall wild. Moment, so sieht das Ganze aus. Ist sehr an Nessie angelegt, würde ich sagen. Finde ich sehr geil, dass so ein Babydrache schon so ein Bart trägt. Der seltsame Fall des Benjamin Button, ey. Schaut aber sehr cool aus. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Ah ja, also an sich sieht es cool aus, aber warum hat der einen Bart? Das ist doch noch ein Baby. Ja, ist quasi im Endeffekt, glaube ich, genau dasselbe wie Nessie, ne? Nur halt den weiß, grün, blau so. Und ja, was die Werte angeht und so weiter, wird man auf jeden Fall gucken müssen. Das heißt, lohnt sich das mit Berserker, lohnt sich das mit Monster und so weiter. Was ich aber sagen kann, ist, dass anscheinend immer drei Skills draufkommen. Das ist hier der Fall, das ist bei den zwei anderen Eiern der Fall. Also wird, denke ich mal, sehr interessant sein, ob es ähnlich wie Nessie ist, ob es besser wie Nessie ist oder ob es ein Allrounder ist. Wird man auf jeden Fall sehen, wird man ausprobieren müssen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, ich mache einen kurzen Cut und wir kommen zu meinem Fazit. Let's go. Ja, jetzt bin ich gespannt. So Leute, kommen wir zu meiner eigenen Meinung. Das könnt ihr definitiv anders sehen. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das anders seht oder nicht. Und ich würde direkt anfangen mit den neuen Waffen. A, finde ich es wirklich sehr cool, dass man da wieder eine Konstellation bekommen muss. Okay. Kriegst du was dir wirklich gefällt, da muss man grinden, da muss man Arbeit reinstecken, Zeit reinstecken
Und ich persönlich finde das sehr, sehr cool. Das gibt einem was zu tun in-game. Und vor allen Dingen gibt es einem dann ein Erfolgserlebnis, wenn man dann was hat. Was ich nicht so cool finde, ist, dass man die Waffen dann auch wahrscheinlich woanders nutzen kann. Dass sie nicht spezifisch nur für Sungmar-Gebiete sind. Das finde ich halt auch kacke. Dass man halt, was? Drachen werden mit Bart geboren, wusstest du das nicht? Das finde ich halt auch schade, dass man einfach diese Waffen nicht Sungmar oder Yuhara spezifisch einfach machen kann. Dass man sagt, okay, die Zodiac-Waffen werden dadurch auf gar keinen Fall entwertet und die Waffen sind nur für die Yuhara-Map zugeschnitten. Würde ich persönlich auch tausendmal cooler finden, weil jetzt kannst du halt die Waffen wieder nehmen, auch wenn die sagen, die haben einen festen DSS-Wert, den man hochappen kann, werden sie wahrscheinlich trotzdem wieder so stark sein, dass du vielleicht schon wieder keine Zodiac-Waffen theoretisch bräuchtest. Ja. Auf der anderen Seite sage ich, wie baust du so eine Waffe auf dann? Man, hier hast du zum Beispiel sogar noch 9% stark gegen Metinsteine für einen Melee-Farmer, Alter. ist das ja super geil. Gut, wobei mal, ich weiß jetzt nicht, wenn die Dinger. Oder ob, ist jetzt plus 10 das höchste? Anscheinend. Ich glaube, plus 10 ist das höchste. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, wenn man da einen 6.7. einfügen kann, kann man da nochmal Metin bekommen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das werden wir alles erfahren, wenn die Dinger dann draußen sind. Bin ich auf jeden Fall noch skeptisch. Das hätte ich zumindest besser gefunden, denn mit nochmal neuen Waffen und so weiter werden die anderen Runs wieder einfacher. Es wird wieder viel mehr Leuten gelingen, das dann solo zu farmen und so weiter. Würde ich persönlich besser finden, wenn man das nur für Sungmar-Gebiete benutzen kann, beziehungsweise auch für die kommenden Updates und so weiter. Hätte ich cooler gefunden, aber könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann, ich gehe mal kurz zum NPC. Hier sieht man, was man haben muss. Man braucht Keys, man braucht eine Gruppe aus 4 Leuten, die Champion Level 1 sind. Und das finde ich persönlich nicht so cool. Ich hätte es selber cooler gefunden, wenn man irgendwie zumindest Level 5 erreicht haben müsste oder so, weil das würde bedeuten, dass man zumindest ein bisschen was auf Yuhara gemacht haben muss, beziehungsweise auch mal gelevelt haben muss und so weiter. Mm. So, ganz viele Leute sind 120, machen einmal kurz Hydra ran und sind dann Champion Level 1 und können direkt hier in den Run rein. Finde ich persönlich nicht so cool, zumindest Level 5 hätte dem Ganzen ganz gut getan. Vielleicht kommt es noch auf den Live-Server, man weiß es nicht. Ist Beta, kann nur alles anders werden. Dann muss ich sagen, optisch gesehen für Metin 2 Verhältnisse gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Es wurde nichts recycelt. Ich muss aber sagen, Affen-Dungeon. Aber ja, auch so an sich von den Maps und so weiter, was wir jetzt vorhin alles gesehen haben mit diesen ganzen Tieren. Von den Mobs her fand ich, sah es auch ganz cool aus. Und auch diese, sind es bei 1645, darf man es nicht vergessen. Hier zum Beispiel, das hier sieht auch, finde ich, cool aus. Diese riesengroßen Gänge und so weiter. Es sieht schön aus. Das muss man, also da muss man jetzt wirklich sagen, sieht wirklich gut aus. Also mir persönlich gefällt es definitiv. 1645 oder so. So. Ich habe einmal 45 war es, ne? So. Verhältnisse gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Es wurde nichts recycelt. Ich muss aber sagen, ich habe einmal so einen drehenden Kristall gesehen, den man auch auf diesen Elementar-Kristall-Maps da sehen konnte. Und aber auch auf den Yuhara-Maps. Boah, ich dachte, mein Internet wäre jetzt weg, ne? Boah, mein Herz. Da sind das diese lila Kristalle. Habe ich gesehen, war blau, dunkelblau, ich glaube, war Eis oder halt Blitz, wer weiß. Auf jeden Fall, da wurde sich auf jeden Fall super viel Mühe gegeben, optisch gesehen sehr, sehr cool. Kann man nichts gegen sagen und dann würde ich sagen, das war es soweit. Eigentlich von meiner eigenen Meinung, man muss super viel grinden, wahrscheinlich. Grinden. Und das gefällt mir, denn ey, dann spielt man nicht so wie Autojagd, das Spiel nur noch auf Autopilot, sondern muss ein bisschen was dafür tun. Mir gefällt das, so kann man sich von anderen abgrenzen, so kann man zeigen, okay, wir haben die coolste Gruppe in Metin 2 und so weiter. Und darum sollte es gehen.
So, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Habt ihr Fragen, gerne in die Kommentare schreiben. Ich, eventuell kriege ich es hin, das Ganze noch zu streamen und so weiter. Schaut dann auf jeden Fall bei Twitch vorbei. Gerne followen, Glocke aktivieren und so weiter. Dann ja, folgt Fossi, Leute. Nee, also, folgt ihn. Also erstmal gutes Video definitiv. Fossi, Grüße gehen raus, ne? Also Leute, dann tun wir doch mal jetzt mal ganz kurz brainstormen, bevor ich jetzt gehe. Wir haben neue Maps. Von der Optik her, sag ich jetzt mal, die hier zum Beispiel, die wir haben, ja, ist halt so ein halb, so eine halb zugeschneite Map einfach. Die gefällt mir jetzt optisch nicht so sehr, aber die Mobs an sich finde ich eigentlich ganz cool, auch mit diesen hier, mit diesen Füchsen und so weiter und diese, weiß ich nicht, Orks, Yetis, keine Ahnung, was das ist. Von den Mobs her sehen ganz cool aus. Genauso wie auf der, auf dieser anderen Map hier, wo war sie? Ja, nice. Hier zum Beispiel finde ich auch die Gänge und alles. Sieht geil aus. Mobs sehen cool aus. Also optisch gefällt es mir mega. Braucht man nichts anderes sagen. Gefällt mir wahnsinnig. Auch dieser, gut, dieses Affendungeon-ähnliche Ding. Ja, gut. Ist halt ein bisschen recycelt einfach. Und wo war es jetzt? Moment. Wo war dieser schwarze Balken? Wo war der schwarze Balken? Wo war der schwarze Balken? Hier. Ja, liebes Webson-Team, Alter. Also, vielleicht wollt ihr das nochmal ein bisschen korrigieren. Also, die Todeszone. Ja, außer das hier und das halt ein bisschen aussieht wie ein Affendungeon. Ist jetzt nicht schlimm, aber sonst an sich ganz, ganz okay. Dann kommen wir mal zu den Waffen, die er jetzt vorhin gezeigt hat. Ja, das wird jetzt ein Thema, wenn die Waffen jetzt wirklich reinkommen. Die Waffen können DSS haben, sind aber fest. DSS können steigen, wenn sie geerbt werden. Sie können auch anscheinend stark gegen Mädchensteine haben. Sungmar, Wille, Statuspunkte können die dir geben und so weiter. Mal gucken, was genau noch alles draufkommt. Bin ich mal ganz gespannt, ob sie die Zodiac-Waffen so richtig runterentwerten. Auf der anderen Seite, sie werden schon einen gewissen Einfluss haben. Das wird definitiv so sein. Meiner Meinung nach jetzt. Schauen wir mal. Ich bin da auf jeden Fall skeptisch. Dann zu dem zweiten Teil mit dem Handschuh, den er jetzt gerade noch gezeigt hat. Zumindest jetzt das, was ich jetzt gerade sehe, finde ich diesen neuen Handschuh, den es dann gibt, ich finde ihn unnötig. Also warum? Es wurde schon ein neuer Handschuh eingefügt. Für die Yohara-Map und jetzt kommt nochmal ein neuer Handschuh, der dir nochmal normal mehr Def gibt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er dir nochmal mehr Sungmar-Wille gibt, das konnte ich jetzt nicht so genau rauslesen oder raushören, das weiß ich jetzt nicht genau. Wenn er dir nochmal ein bisschen mehr Sungmar-Wille gibt, okay, ist zwar ganz schön, aber da stellt sich mir trotzdem die generelle Frage, warum brauche ich einen neuen Handschuh? Also warum? Also was ist jetzt der Sinn davon? Haben die gemerkt, dass dann auf einmal auf diesen ganzen neuen Maps trotzdem zu wenig Statuspunkte da sind, dass man so richtig da rankommt und deswegen nochmal dieses Upgrade von dem Handschuh oder woran liegt's? Ich weiß es nicht. Wenn das nicht so sein sollte, finde ich persönlich die Handschuhe sehr unnötig. Das ist meine Meinung. Ne? So. Dann, was wir noch hatten, okay, wir haben einen neuen Run. Den es dann noch geben wird, mit diesem Drachen. Okay, ist an sich ganz cool. Ich meine, von dieser generellen Idee, dass man so einen Drachen, also einen neuen Drachen-Run hat, ist ja an sich ganz cool. Ist eine nice Sache. Was halt sehr schade ist, was auch viele Spieler ja auch schon im Forum geschrieben haben, was auch schon viele bemängeln, ist halt, dass es wieder nur ein Yohara-Update ist. Wo halt vielleicht, weiß ich nicht, 5% der Spieler oder 10% der Spieler drauf sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwie muss das Spiel auch weitergehen, ganz klar. Aber was man auch ganz klar sagen muss, es könnte, wie gesagt, viel mehr Content verbessert werden, der vorhanden ist. Also man könnte tatsächlich im normalen High-Level bis Level 120 noch vielleicht 3-4 weitere Runs einfügen, neben Melee und Hydra, weil die meisten Leute, was machen die meisten Leute? Die fahren Melee, Hydra, Jotun, Nemere vielleicht noch und einen Rassador und Zodiac, okay. Aber ich finde, und Zodiac ist, glaube ich, mehr Mittwoch und Sonntag, soweit ich weiß.
Also ich glaube, man kann da vielleicht nochmal den ein oder anderen Run einführen. Ich glaube mal, dieser Ignails Horde wurde ja auch mal gezeigt, aber der wurde, glaube ich, nie implementiert. Ich meine, warum kann man sowas nicht machen? Also da glaube ich, dass man noch so zwei, drei neue Runs im normalen High-Level, so sage ich mal, nochmal einführen könnte, was noch nichts mit Johara zu tun hätte, dass du ein bisschen mehr Vielfältigkeit dazu hättest. Und was ganz viele auch schon geschrieben haben, und wo ich auch auf jeden Fall der Meinung bin, Low-Level. Aber das ist ein leidiges Thema am Low-Level vielleicht nochmal. Was ich auch schon gesagt habe, man müsste nicht mal neue Runs einführen. Man könnte, wie gesagt, sowas wie den Sensenmann könnte man wieder lukrativ machen, indem man die Drops einfach anpasst. Wenn man ein bisschen höher geht in Azrael, den könnte man safe verbessern, weil den Azrael, den farmt eh keiner. Das heißt, der Run an sich, der ist ja gut aufgebaut und so weiter, den könnte man auch safe nochmal so verbessern, dass die Drops einfach angepasst werden, damit es sich für Leute mit Level 75 oder 90 noch lohnt, da zu farmen. Und ja, da könnte man bestimmt noch ein paar Sachen einfügen und wie gesagt, so Basic-Sachen ausbauen einfach, was glaube ich nicht mal so krass viel Zeit kosten würde. Ich kenne mich da jetzt aber nicht aus, aber könnte man ja definitiv besser machen und das wünschen sich ja schon viele Leute. Genau, das ist jetzt so mein Fazit dazu. An sich, rein für Johara, finde ich das Update zumindest, was ich jetzt hier sehe, an sich ganz ordentlich. Wie gesagt, das einzige Ding mit den neuen Waffen, schauen wir halt mal, wo der Weg hinführt. Bin ich mal ganz gespannt darauf. Sonst müssen wir halt einfach mal gucken. Hier, auch hat er auch schon hier in sein Timestamp reingeschrieben, Affendungeon, nur andere. Wenn wir hier nochmal in die Kommentare reingucken. Also entweder man hat 100.000 Euro oder 100.000 Spielstunden, sonst ist das Update irrelevant. Okay. Ist an sich schön, aber es fehlt Low-Level-Zeug. Wir wollen endlich für niedrigen Level wieder neue Updates. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Muss noch liken, das Video. Ich finde, dass Metin halt einfach zu blöd im Low-Level-Bereich ist. Safe kann man halt, wie gesagt, ausbauen. Runs sehen geil aus, Kostüme, naja, Geschmackssache halt. Ja, definitiv. Ist aber krass, sie halt eher negativ, wobei man auch ganz klar sagen muss, die mit den 2,0 ist immer sehr negativ eingestellt, teilweise aber auch zu Recht. Also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass man das Low-Level definitiv nochmal besser gestalten müsste. Im High-Level, wie gesagt, kann man ruhig nochmal 2-3 neue Runs bringen, dass man nicht nur Azrael Melee und sowas macht. Klar, es gibt noch so Zodiac und so weiter, aber man kann ruhig noch mal ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen, glaube ich. Und vor allem im Low-Level. Ja, würde ich mal sagen, gutes Video von Fossi. Grüße gehen an dich raus. Und ja, schauen wir mal, was uns für die Johara erwartet. So, jetzt haben wir hier den Cut drin. Das wird jetzt so auf YouTube hochgeladen.